Die größte Gefahr bei Feuerwerksartikeln geht von illegal importierten Feuerwerksartikeln aus der Tschechischen Republik aus. Diese haben keine CE-Kennzeichnung, unterliegen keinerlei Qualitätskontrollen und haben auch keine deutsche Gebrauchsanleitung und sind bei der Anwendung schlichtweg gefährlich. Wir als Polizei werden gemeinsam mit dem Zoll entsprechende Kontrollen durchführen. Werden Personen angetroffen, die Feuerwerkskörper mithaben, so kann hier eine Verwaltungsübertretung bis zu 3.600 Euro geahndet werden. Wenn Sie heimische Pyrotechniker kaufen, dann können Sie bei sachgemäßer Anwendung davon ausgehen, dass nichts passiert. Diesen Servicetipp widmet Ihnen der Pyrotechnikhandel in der WKO Oberösterreich.